Was sind die funktionale, institutionelle, instrumentelle und die personelle, psychologische und soziale Dimension im Projektmanagement? Dieses Video erklärt diese vier theoretischen Dimensionen des Projektmanagements im Detail. Die funktionale Dimension im Projektmanagement fragt danach, was zu tun ist. Dabei werden die entsprechenden Arbeitsschritte der einzelnen Lebensphasen eines Projektes betrachtet. Initialisierung bedeutet Projekt in Gang setzen. Projektbearbeitung meint Projekt in Gang halten und der Abschluss von Projekten. Die institutionelle Dimension hat vor allem die interdisziplinäre Projektorganisation und deren Verknüpfung mit dem restlichen Unternehmen und der Umwelt zum Thema, wie Projektgremien bestimmen, Funktionen und Rollen festlegen, Projektgruppen bilden, Kompetenzen und Verantwortung regeln. Die dritte Dimension des Projektmanagements ist die personelle, psychologische und soziale Dimension und spricht die sozialen Kompetenzen des Projektleiters an, wie zum Beispiel Personal einsetzen und qualifizieren, Projektteams leiten, Zusammenarbeit gestalten, Konflikte bewältigen und soziale Prozesse gestalten. Die instrumentelle Dimension beinhaltet Instrumente und Techniken wie die Informatikunterstützung, Prozesse etablierte Methoden sowie das Projektmanagement-Handbuch und Arbeitshilfsmittel, Formulare und Vorlagen.